Hallo. Ja, bevor die eigentliche Folge anfängt, möchte ich kurz eine Stellungnahme dazu geben. Wir haben uns es sehr, sehr lange überlegt, ob wir diese Folge jetzt veröffentlichen sollen oder nicht. Aber schlussendlich sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir es veröffentlichen wollen. Trotz der zurzeit heiß diskutierten Debatte um Nordkorea im Allgemeinen haben wir gesagt, Nordkorea ist ein außergewöhnliches, abgeschottetes, einzigartiges Land. Egal, wie man es jetzt sehen mag, wie man es sehen will. Und genau solche Länder, die außergewöhnlich und einzigartig sind und über die man kaum etwas erfährt, genau diese Länder haben wir ja versucht, euch näher zu bringen durch die Serie Luzi bereist. Ich bin der Meinung, egal um welches Land es nun geht, sei es Nordkorea oder ein anderes Land, um sich eine vernünftige Meinung über welches Land auch immer bilden zu können, sollte man selbst einmal da gewesen sein und sich eine eigene Meinung davon vor Ort direkt verschaffen und nicht auf andere hören oder die Meinung der anderen mehr hochwiegen. Die eigene Meinung ist immer noch die, die für jeden persönlich am meisten zählt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß und gute wie auch lehrreiche Unterhaltung bei der vielleicht wohl meist diskutiertesten Keduma-Arbeit überhaupt. Viel Spaß also bei Luzi bereist Nordkorea. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge der ersten Staffel von Luzi bereist. Heute ist es ein ganz kontroverses Thema. Es geht nämlich um das viel diskutierte Land Nordkorea. Aber ich will nicht länger euch hinhalten. Schalten wir also direkt zu unserem Luzi, denn über Nordkorea gibt es sicherlich eine ganze Menge zu erzählen. Also dann, live von Nordkorea aus, unser Luzi in Pyongyang. Ja, ganz richtig. Ja, hallihallo, lieber Jack. Hallihallo, meine Freunde. Genau, ich befinde mich heute in der Hauptstadt Nordkoreas in Pyongyang. Das hier hinter mir ist übrigens die Staatsflagge von Nordkorea. Im Original heißt Nordkorea Choson Menchochoi In Min Kwakuk. Übersetzt ist das also die Demokratische Volksrepublik Korea. Die Amtssprache dort ist logischerweise Koreanisch und die Hauptstadt, wie schon gesagt, ist Pyongyang. Die Staatsform ist die einer Volksrepublik.
Unabhängig ist Nordkorea seit 1948. Vorher gab es auch ein gemeinsames Korea. Aber seit 1948 wird Korea geteilt und man unterscheidet zwischen Südkorea und Nordkorea. Nordkorea ist ein Staat in Ostasien. Er wurde am 9. September 1948 proklamiert und umfasst den nördlichen Teil der koreanischen Halbinsel. Sieht ein bisschen aus wie ein Seepferdchen. Das Staatsoberhaupt ist der ewige Präsident. Im Original heißt es de jure Kim Il-sung. Der ist aber schon 1994 gestorben. Nordkorea ist übrigens das einzige Land, was als Staatsoberhaupt wie auch als Regierungschef Verstorbene als Oberhäupter hat. Ist weltweit einzigartig. Aber dennoch braucht Nordkorea ja auch ein lebendiges Oberhaupt. Das ist in dem Fall der oberste Führer, de facto Kim Jong-un. Beim Regierungschef, da ist es einmal der Vorsitzende des Komitees für Staatsangelegenheiten, der ehemalige oberste Führer Kim Jong-il, der ist aber schon 2011 verstorben. Kim Il-sung übrigens 1994. Der Regierungschef im de facto ist aber ebenfalls Kim Jong-un, also der, der noch lebt. Und dann gibt es natürlich auch noch den Vorsitzenden des Ministerrats. Die Fläche von Nordkorea beträgt 120.538 Quadratkilometer. Die Einwohnerzahl beträgt 24.052.231. Die Bevölkerungsdichte ist demnach also 200 Einwohner pro Quadratkilometer. Die Bevölkerungsentwicklung ist im Plus. Um genau 0,384% im Jahr. Die Währung dort ist der Won. Eine eigene Nationalhymne haben die natürlich auch. Die nennt sich Archimon Penara. Bis zur Annexion Koreas durch Japan 1910 hatte es Staaten gegeben, die sich über die gesamte Halbinsel erstreckten. Die Teilung des Landes begann nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Aufteilung Koreas in eine US-amerikanische und eine sowjetische Besatzungszone, aus denen 1948 infolge der Teilung Koreas zwei unabhängige Staaten hervorgingen. Der Koreakrieg 1950 bis 1953 besiegelte die Spaltung der koreanischen Halbinsel. Nordkorea hat eine sehr starke Entwicklung zur militärischen Raketentechnik. Und jeder 20. Nordkoreaner ist Angehöriger des Militärs. In Deutschland, Österreich und der Schweiz, wie natürlich auch in Nordkorea, wird offiziell die Bezeichnung Demokratische Volksrepublik Korea, also DVRK, verwendet. Nordkorea selbst bevorzugte bis Mitte Dezember 2007 die in der DDR etablierte Übersetzung Koreanische Demokratische Volksrepublik, also KDVR. Bis 1977 wurde in der DDR die 1949 vom Ministerrat der DDR verfügte Bezeichnung Koreanische Volksdemokratische Republik, also KVDR, verwendet. Nach dem Staatsbesuch Erich Honeckers in Nordkorea 1977 wurde offiziell ausschließlich die Bezeichnung Koreanische Demokratische Volksrepublik verwendet.
In Nordkorea ist die kurze Form Chanson üblich. In Südkorea, wo Gesamtkorea Hanguk statt Chanson genannt wird, heißt der Nachbarstaat Bukhan. Im Norden grenzt das Land an die Volksrepublik China. Hinzu kommt ein etwa 19 Kilometer langer Grenzstreifen zu Russland entlang des Flusses Tumen. Nordkoreas Westküste liegt an der Koreabucht, einem Teil des Gelben Meeres. Im Süden bildet die militärische Demarkationslinie in der Mitte der demilitarisierten Zone die faktische Grenze zu Südkorea. Im Osten befindet sich das Japanische Meer, das von den Nordkoreanern als koreanisches Ostmeer bezeichnet wird. In den Namensstreit um das Japanische Meer ist allerdings auch Südkorea verwickelt. Das Landesinnere ist wegen seines gebirgigen Charakters nur dünn besiedelt. Die Bevölkerung konzentriert sich auf die Küstenregionen im Westen und Osten des Landes. Dementsprechend befinden sich dort auch die größten Städte Nordkoreas. Neben der Hauptstadt Pyongyang sind dies Hamhung, Kasong, Sinŏjeo sowie Chongsen. Nordkorea ist in 9 Provinzen unterteilt. Der höchste Berg ist der Paektosan. Der ist übrigens 2744 Meter hoch. Und er ist im Changbai-Gebirge, an der Grenze zu China. Die wichtigsten Flüsse sind der Tumen im Norden und der Amrok, bekannter unter seiner chinesischen Bezeichnung Yalu. Nordkorea besitzt im Wesentlichen ein gemäßigtes Kontinentalklima mit 4 ausgeprägten Jahreszeiten. Der Jahresniederschlag fällt hauptsächlich während des Monsuns, also dem sogenannten Yangma, im Zeitraum von Juni bis August. Die Wintermonate sind durch Kälte und Trockenheit gekennzeichnet. Nordkorea ist ethnisch homogen. Abgesehen von einer kleinen chinesischen Minderheit im Norden des Landes und weist den prozentual niedrigsten Ausländeranteil weltweit auf. Es gilt praktisch unmöglich, sich als Ausländer in Nordkorea niederzulassen. Aber so unmöglich, wie der Ruf ist, ist es eigentlich gar nicht. Die Bevölkerung Nordkoreas wuchs im Zeitraum von 1960 bis 2016 von 12,3 auf mehr als 25 Millionen Menschen. Die durchschnittliche Lebenserwartung im Zeitraum von 2010 bis 2015 betrug für Männer 67,2 Jahre und für Frauen 74,1 Jahre. Durchschnittlich bekommt eine Frau im Alter von 33 bis 34 Jahren ungefähr 2 Kinder. Die Einwohner sind von der Regierung in 3 Kategorien eingeteilt. Zum ersten die Genossen, das bedeutet die loyalen Personen. Dann zum zweiten schwankende Personen und zum dritten feindlich gesinnte Personen. Diese Einteilung wurde bereits in den 1950er Jahren vorgenommen. Die traditionellen Religionen Koreas sind der Buddhismus und der Konfuzianismus. Artikel 68 der nordkoreanischen Verfassung gewährt seinen Bürgern freie Ausübung ihrer Religion, solange dies nicht zur Infiltration durch äußere Kräfte
oder zur Verletzung der staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung missbraucht wird. Dementsprechend gibt es natürlich auch christliche Organisationen und Kirchen in Nordkorea. Das meiste, was in Sachen Religion geht, ist allerdings der Personenkult um Kim Il-sung und Kim Jong-il. Und dabei wird das sogenannte Jure-System praktiziert. Im Jahr 2006 wurde in Pyongyang eine russisch-orthodoxe Kirche eröffnet, die vierte christliche Kirche insgesamt in der Hauptstadt von Nordkorea. Das Nationalgericht in Nordkorea ist Kimchi. Hier wird es zum Beispiel geerntet und dann wird es später verarbeitet. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Ne? Das wäre jetzt eine Variante. Es gibt aber unzählig viele Varianten von Kimchi, denn es gibt auch unzählig viele Möglichkeiten, Kimchi zu genießen, da es so viele verschiedene Rezepte gibt. Also Kimchi ist schon sehr, sehr vielseitig. Und nicht nur gesund, sondern auch sehr, sehr lecker. Für die, denen Kimchi kein Begriff ist, das ist eine Art Kraut. Das wird sauer bis scharf hergerichtet. Nachdem 1945 durch die Kapitulation Japans der Zweite Weltkrieg sein Ende gefunden hatte, wurde die Provinz Shaanxi, die dem Gebiet des seit 1910 in das japanische Kaiserreich eingegliederten und kolonisierten Koreas entsprach, von den Siegermächten entlang des berühmten 38. Breitengrads in zwei Besatzungszonen aufgeteilt. Der Süden wurde von US-amerikanischen Truppen besetzt, der Norden kam unter Kontrolle der Roten Armee. Die Sowjetunion hatte ein strategisches Interesse daran, einen ihr wohlgesinnten koreanischen Staat aufzubauen. Im Februar 1946 wurde das provisorische Volkskomitee gebildet, an dessen Spitze Kim Il-sung stand. 1946 begann auch die wirtschaftliche Umgestaltung des Landes. Im Frühjahr wurde eine Bodenreform durchgeführt und im Spätsommer begann die Verstaatlichung der Industriebetriebe. Am 3. November fanden Wahlen zu den sogenannten Volkskomitees, den lokalen Verwaltungsorganen statt. Es gab lediglich die Option, für oder gegen die Einheitsfront zu stimmen. 97% der abgegebenen Stimmen waren dafür. Der erste Kongress der Volkskomitees bestimmte am 17. Februar 1947 die erste nordkoreanische Regierung unter Kim Il-sung und wählte das Volkskomitee Nordkoreas als Parlament. Im Spätherbst 1947 wurde offiziell die Ausarbeitung einer Verfassung angekündigt, womit die baldige Ausrufung eines eigenständigen nordkoreanischen Staates besiegelt schien. Die Verfassung wurde in Moskau redigiert und schließlich von Stalin genehmigt. Am 25. August 1948 fanden Wahlen zur obersten Volksversammlung, also der OVV, statt, die am 8. September die Verfassung bestätigte. Einen Tag später wurde die Demokratische Volksrepublik Korea proklamiert. Zuvor war am 15. August in Seoul die Republik Korea ausgerufen worden. Beide Staaten erkannten einander nicht an.
1962 schlug sich Kim auf die Seite Mao Zedongs. Wie Mao hielt er strikt am traditionellen Politikstil und somit am Personenkult fest. Seit der Juche-Ideologie Ende der 1960er Jahre wird Kim Il-sung als ewiger Führer bzw. vor seinem Tod als großer Führer bezeichnet. Kim Il-sung starb 1994. Nach einer staatlich verordneten dreijährigen Trauerzeit übernahm sein Sohn Kim Jong-il den Posten des Generalsekretärs der Partei der Arbeit Koreas. Vorsitzender der Nationalen Verteidigungskommission war er bereits seit 1993, jedoch gewann diese 1998 durch eine Verfassungsänderung stark an Einfluss. Der Posten des Präsidenten ist bis heute frei, da Kim Il-sung durch die Verfassungsänderung von 1998 zum ewigen Präsidenten wurde. Kim Jong-il wurde als geliebter Führer bezeichnet, später als großer Führer wie der Vater. Kim Jong-il starb am 17. Dezember 2011 während einer Zugfahrt an einem Herzinfarkt. Noch am Tag der Bekanntgabe des Todes, am 19. Dezember 2011, wurde sein Sohn Kim Jong-un von der amtlichen koreanischen Nachrichtenagentur als Nachfolger tituliert. Trotz der Spaltung von Nord- und Südkorea marschieren bei den Olympischen Spielen seit dem Jahre 2000 beide Koreas gemeinsam ein. Nordkorea erklärte sich Mitte April 2012 im Wege einer Verfassungsänderung auch offiziell zur Atommacht. In seiner Neujahrsrede 2013 sprach Kim Jong-un von einer möglichen Aussöhnung mit dem Süden und machte Andeutungen, die eine Modernisierung des Staates unter seiner Herrschaft möglich machten. Nordkorea ist laut Verfassung ein sozialistischer Staat. Der Marxismus-Leninismus wurde 1977 offiziell durch die von Staatsgründer Kim Il-sung entwickelte Juche-Ideologie ersetzt. Der Regierungsapparat wird von der Partei der Arbeit Koreas, also der PDAK, dominiert, deren Führungsrolle in der Verfassung verankert ist. Das höchste Machtorgan des Staates bildet formell das Parlament, also die oberste Volksversammlung, dessen Mitglieder auf 5 Jahre gewählt werden. Der Vorsitzende ist praktisch das Staatsoberhaupt. Dieses Amt kann er aber nur protokollarisch ausüben, da der Jure noch immer der 1994 verstorbene Kim Il-sung Staatsoberhaupt ist. Die Medien werden vollständig vom Staat kontrolliert. Ungenehmigte Versammlungen sind logischerweise verboten. Der bislang einzige Mobilfunkanbieter hatte bereits im Juni 2010 über 100.000 Teilnehmer. Im Februar 2012 wurde die 1 Million Marke erreicht. Im September 2014 soll es über 2,4 Millionen Nutzer geben. Im Grenzgebiet zu China können die Menschen mit Hilfe von chinesischen Geräten auf das Netz des Nachbarlandes zugreifen und somit auch Auslandsgespräche führen. Es gibt ein landesweites Intranet namens
Wang Myong, das hauptsächlich Betriebe, Behörden und Ministerien verbindet. Auch gibt es das Internet. Dies wird aber weniger benutzt. In Nordkorea leben etwa 1000 Menschen, die sogar Deutsch beherrschen. Unter anderem durch die wirtschaftliche Kooperation mit der DDR. Sportlich begeistert ist Nordkorea natürlich auch. Die spielen nämlich sehr, sehr gerne Fußball. So gibt es natürlich auch eine Nationalmannschaft, die hin und wieder bei den Fußball-Weltmeisterschaften mitmacht. Am 17. September 1991 wurde Nordkorea Mitglied der Vereinten Nationen. Die Land- und die Luftstreitkräfte sind jeweils die zweitgrößten in Asien, nach denen der Volksrepublik China. Insgesamt stehen ständig mehr als 1 Million Soldaten unter Waffen. Die Dienstzeit beträgt je nach Waffengattung 3 bis 7 Jahre. Das Verkehrsnetz ist vor allem auf die Bedürfnisse des Militärs ausgerichtet. So finden sich zum Beispiel in Grenzregionen riesige Betonsäulen neben der Straße, die im Bedarfsfall als Panzersperren auf die Straßen gekippt werden können. Der Hauptverkehrsträger ist die nordkoreanische Bahn. Regelmäßige Fernzugverbindungen von Pyongyang aus bestehen nach Peking und natürlich Moskau. Im Mai 2007 überquerten erstmals seit Jahrzehnten wieder Eisenbahnzüge die innerkoreanische Grenze. Von Pyongyang führen Autobahnen in alle Himmelsrichtungen. Also Autobahnen gibt es in Nordkorea natürlich auch. Bei Pyongyang befindet sich der internationale Flughafen Sunan. Regelmäßige internationale Passagierflugverbindungen der staatlichen Fluggesellschaft Air Koreo bestehen jedoch lediglich nach Peking, Shanghai und Shenyang in China, Bangkok in Thailand sowie nach Vladivostok. Inlandsflüge sind zum Beispiel zum Flughafen Chongqing möglich. Es gibt 2 Straßenbahnnetze, die Straßenbahn Pyongyang und die Straßenbahn Chongqing. Das größte Busnetz bildet der Oberleitungsbus Pyongyang. Das Kohlekraftwerk Pukchang ist gefolgt vom Kraftwerk Pyongyang, der größte Elektrizitätslieferant Nordkoreas. Ferner verfügt das Land über mehrere Wasserkraftwerke. Im August 2015, das war der 70. Jahrestag der Unabhängigkeit von Japan, stellte Nordkorea auf eine neue Zeitzone um. Bisher hatten Japan, Süd- und Nordkorea dieselbe Zeit, die während der japanischen Kolonialherrschaft in Korea, also von 1910 bis 1945, eingeführt worden war. Nordkorea besitzt eine straff zentralisierte Planwirtschaft, die im Rahmen der vorherrschenden Chuche-Ideologie über Jahrzehnte auf Autarkie ausgerichtet wurde. Alle Hauptindustrien sowie die Landwirtschaft befinden sich in staatlicher Hand. Das Wiener Lohnwerk 8. Februar und das Wiener Lohnwerk Chongqing sind die weltweit einzigen Produzenten der Chemiefaser Wiener Lohn. Für den Tourismus nach Nordkorea ist die staatliche Tourismusorganisation zuständig, über die jede Reise gebucht wird. Jede Reisegruppe und auch Alleinreisende werden permanent von 2 Reiseleitern begleitet, die in der Regel die Muttersprache der jeweiligen Touristen sprechen. Oh, es ist aber zuvorkommend. Das Reiseprogramm wird vorher festgelegt. Spontane Änderungen sind aber möglich.
Die meisten Touristen kommen aus China und Japan, während Touristen aus westlichen Ländern in Nordkorea noch relativ selten sind. Für Bürger Südkoreas allerdings besteht nur für den Besuch des Arirang-Festivals die Möglichkeit, ein Visum für Nordkorea zu erlangen. Natürlich gibt es in Nordkorea auch Kaufhäuser, wie zum Beispiel in Pyongyang das Kaufhaus Nummer 1. Die Einfuhr von Handys war bis zum 7. Januar 2013 verboten. Entsprechende Geräte mussten bei Einreise abgegeben werden und wurden dem Eigentümer erst bei Ausreise wieder ausgehändigt. Seit August 2017 dürfen Bürger der Vereinigten Staaten nach einem Beschluss von US-Präsident Donald Trump nicht mehr nach Nordkorea einreisen. Die Schulbildung ist in Nordkorea bis zur zweiten Stufe verpflichtend und kostenlos. Super! Bis in die frühen 1990er Jahre wurden Schulkindern kostenlose Schuluniformen zur Verfügung gestellt. Die erste Schulstufe dauert 4 Jahre, die zweite Schulstufe enthält eine 6-jährige Ausbildung. Außerdem ist ein vorheriger 1-jähriger Besuch des Kindergartens verpflichtend. Die Alphabetisierungsrate liegt bei 99%. Das Hochschulwesen in Nordkorea besteht aus 2 Zweigen, einem für die akademische Hochschulbildung und einem für die weiterführende Bildung. Der akademische Sektor besteht aus Universitäten, Fachhochschulen und technischen Schulen. Die nordkoreanische Kultur ist von der Verherrlichung des verstorbenen Vaters, des gegenwärtigen Oberhauptes Kim Jong-un, Kim Jong-il und dessen Vaters Kim Il-sung geprägt. Typisch sind Militärparaden und Massengymnastiken, an denen Tausende von Menschen mitwirken. Hierbei soll die unerschütterliche Treue und Opferbereitschaft für die Staatsführung beschworen werden. In diesem Zusammenhang ist das Arirang-Festival zu nennen, das jährlich zur Feier des Geburtstages Kim Il-sungs, also dem 15. April, veranstaltet wird. Es dauert jeweils 2 Monate und beginnt mit einer Eröffnungsfeier im Rungnado 1. Mai Stadion in Pyongyang. Nach dem Tod Kim Il-sungs wurde in Nordkorea offiziell der nach der Staatsideologie benannte Chuche-Kalender eingeführt. Er unterscheidet sich vom gregorianischen Kalender durch die Jahreszählung, die mit dem Geburtsjahr des Staatsgründers 1912 beginnt. Das Jahr 2018 ist somit das Jahr Chuche 107. In Nordkorea gibt es viel zu lesen. Dementsprechend gibt es auch 15.000 Bibliotheken. Das Nationale Sinfonieorchester der KDVR wurde aus dem 1950 bis 1953 bestehenden Orchester der Volksarmee gebildet und hat heute etwa 120 Mitglieder. Während zunächst viele der Musiker in der Sowjetunion und Osteuropa ausgebildet worden waren, hat die jüngere Generation vor allem an der Musikhochschule von Pyongyang studiert. Da gibt's dann also auch richtig schöne klassische Musik in Nordkorea zu hören. Voll toll. Nordkoreanische Gegenwartskunst zeichnet sich durch den Einsatz traditioneller Arbeitsmethoden wie Tusche, Malerei und Holzschnitt aus und ist international noch weitgehend unbeachtet. Sieht aber auf jeden Fall ganz toll aus. Internationale Aufmerksamkeit erlangte ein großes Gemälde des Malers der Wellen Kim Song-gun, da es im Hintergrund eines Fotos von Bill Clintons Besuch bei Kim Jong-il im Jahre 2009 zu sehen war. Eine handwerkliche Besonderheit stellen gestickte Bilder dar, die auf den ersten Blick kaum von Fotos zu unterscheiden sind.
Das nenne ich mal künstlerisches Können. Kinofilme gibt es in Nordkorea natürlich auch. Es gibt sogar Filme, die über die Grenzen hinaus bekannt sind. Einer der bekanntesten Filme, der sogar einige Preise abgesahnt hat, ist der wunderbare Film Das Blumenmädchen aus dem Jahre 1972. Zur sonstigen Freizeit in Nordkorea gehört aber auch das Besuchen der Schwimm- und Spaßbäder oder des Freizeitparks. Das ist nämlich auch alles in Nordkorea vorhanden. Am 5. März 2018 geschah noch etwas Besonderes. Die Staatsoberhäupter von Nord- und Südkorea trafen sich, um gemeinsam zu diskutieren und auch gemeinsam zu essen. Dass beide Koreas zusammen an einem Tisch saßen, ist etwas ganz Besonderes und wirklich Wunderbares. Nord- und Südkorea kommen sich seitdem immer näher. Und wer weiß, vielleicht werden die beiden Koreas ja auch irgendwann wieder eins sein. Dabei wünsche ich beiden Koreas alles Gute und drücke die Daumen in der Hoffnung, dass Nord- und Südkorea wieder eins werden. Zu den Bildern in der heutigen Folge möchte ich noch abschließend sagen, dass auf einigen Bildern die Staatsoberhäupter von Nordkorea nicht gut zu erkennen waren vom Gesicht her. Das bitten wir zu entschuldigen. Das war leider nicht anders möglich, aber es ist auf keinen Fall irgendwie böswillig gemeint. Ja, das war unser Ausflug nach Nordkorea. Und damit ist auch die erste Staffel von Luzi bereist zu Ende. So, aber jetzt, wo ich erstmal nicht mehr reisen brauche, kann ich mit einem Fingerschnipsen, zack, einfach ganz schnell bei meinem Bruder Jack sein. Hallo Jack. Ja, hallo Luzi, Mensch, das ging ja jetzt rucki zucki bei dir. Ja, und wie fandest du die erste Staffel? Also ich muss schon sagen, es hat riesengroßen Spaß gemacht. Und vielleicht machen wir ja irgendwann nochmal eine zweite Staffel. Ja, schauen wir mal, ne? Aber Länder gibt's ja auf jeden Fall genug, die einzigartig, besonders und abgeschottet sind. Ja, dann bleibt uns nichts mehr großartig zu sagen als vielen Dank fürs Zuschauen. Genau. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.